Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Rampenzau und wie man hier bereits lesen kann, benötigt man dafür den Dunkelmond-Jahrmarkt, welcher ja einmal im Monat stattfindet, und dann noch ein Tanzspiel, welches mit dem Patch 9.2 im Spiel eingeführt wurde. Dafür befinde ich mich jetzt hier auf dem Jahrmarkt bei etwa 51,75 hier an dieser Stelle, denn dort bei Simon oder Simon Sagan können wir ja diese Spiele starten. Zuerst benötigen wir aber noch Spiele-Jetons, die bekommt man zum Beispiel hier bei Trixie Schnittwert. Dort einfach die Beutel kaufen, dann öffnen und dann hat man die Spiele-Jetons bereits im Inventar. Für den Erfolg selber müssen wir jetzt 10 perfekte Runs zeigen auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Den startet man, indem man hier bei Simon halt bereit für den Tanz anklickt und danach zeigt, was ihr drauf habt. Jetzt werde ich schnell aber trotzdem noch in eine einfache Runde gehen, damit ich ja das System ein wenig zeigen kann. Zudem halt noch ein wenig zeigen kann, was man da am besten dann beim schwierigsten Schwierigkeitsgrad erledigen kann, damit das ja perfekt für euch läuft. Also bis gleich. So, dann können wir hier mal eine einfache Runde starten, also eben hier über Lustiges und Leichtes. Und eben dieses Tanzspiel läuft so, dass man hier drei Farben bekommt und wir müssen jetzt den Gegner kopieren. Für den schwierigsten Schwierigkeitsgrad empfehle ich halt hier das Chatfenster zu öffnen und halt hier die Farben zu kopieren. Also hier jetzt halt für Blau halt die 3, für Violett die 2 und halt für Gelb die 1. Und jetzt immer halt Leertaste wieder, dann hier wieder 1, 2 und 3. Also 1, 2 und 3, damit man halt wirklich den perfekten Lauf zeigen kann. Der perfekte Lauf ist am Schluss, wenn man hier im dritten Bereich hier halt landet. Und den erreicht man eigentlich nur hauptsächlich, wenn man halt wirklich die perfekte Kombination zeigt, ohne Fehler. Also ein, zwei Fehler kann man machen, aber der muss halt am besten am Schluss oder am Anfang passieren, weil ansonsten verfällt halt die Serie und dann kann man halt nicht mehr genug Punkte erreichen. Gleich mal nochmals schauen, was der Gegner so abliefert. Also hier 2, 3 und die 1. 2, 3 und die 1. Und ihr seht, also ich habe jetzt eben zwischendurch halt einen Fehler gemacht, deshalb konnte ich halt nicht den perfekten Lauf zeigen. Aber eben, das war eigentlich nur für die Erklärung, also was ich da genau mache für den schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Für die einfache Variante kann man das eigentlich weglassen, aber für die mittlere, also hier zum Beispiel für den Erfolg mit glühende Sohlen, kann man das recht gut ebenfalls empfehlen und ebenfalls halt eben für Rampensau. Dann gehen wir jetzt hier mal in die schwierige Phase rein, also hier zeigt, was ich drauf habe, damit ich da genau zeigen kann, was ich genau mache. Also eben, ich lösche hier jetzt den Chat. Und jetzt beim Gegner schaue ich genau drauf, was er so fabriziert. Also hier zuerst mal blau, violett und gelb. Und das muss ich jetzt hier schön abarbeiten, hier, damit der perfekte Run passiert. Dann hier wieder Leertaste, dann wieder weitergehen. Dann wieder blau, 1, 2, 3, 1. 3, 1, 2, 3, 1. Ist jetzt legendär gewesen. Dann wieder 2, 3, 1, 2, 1. 2, 3, 1, 2, 1. Wieder Leertaste. 1, 2, 1, 2, 1. Also ist halt wirklich eine reine Übungssache, bis man da perfekt reinkommt. Aber irgendwann einmal sollte man da ohne Probleme durchkommen. Dann noch die letzte Kombination, 3, 2, 1, 2, 1, dann 3, 2, 1, 2, 1, dann haben wir hier den perfekten Lauf und ebenfalls gleich den Erfolg bekommen und natürlich auch, wenn man alle drei Durchgänge macht, also alle drei Schwierigkeiten, zählt leider nicht für, also wenn man jetzt auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad 10 Spiele macht, zählt es leider nicht auch für die anderen Schwierigkeitsgrade. Also man muss wirklich 30 Spiele sozusagen machen, um am Schluss den Meta-Erfolg zu bekommen. Jetzt zu diesem Tanzmaschine-Erfolg, da bekommt man halt Dunkelmond-Tanzparty. Leider ist es kein Spielzeug zurzeit. Ich hoffe, das wird noch angepasst, aber zur Zeit der Aufnahme ist es leider kein Spielzeug. Man bekommt das per Post geschickt, also hier Taumaturg Waschrin, das werde ich hier schnell öffnen, hier die Post, damit ich euch noch den Effekt schnell zeigen kann. Also hier schnell, hier bekommt man eben diese Dunkelmond-Tanzparty per Post geschickt.
Also zurzeit halt jedenfalls ist das so. Dann können wir hier das schnell zeigen. Also mal schauen, wo ich das gerade hier reinbekommen habe. Irgendwie scheint es hier, ah, genau hier. Also dann können wir hier das ja aktivieren. Hat leider 30 Minuten Abklingzeit und dann ja starten wir hier halt ja solche Tanzparty. Ja, halt ein nettes Gimmick, aber sonst nicht wirklich speziell. Ich hoffe halt einfach, dass es noch ein Spielzeug wird. Aber ansonsten ja, vergammelt es halt einfach auf dem Charakter, wo man halt den Erfolg erreicht. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diese Erfolge ebenfalls zu erlangen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!